Ständer haben. Alter, war ich eben drin. Halt, was ist das? Ach, das ist der Kahn. Von dieser Art zu reisen habe ich für lange, lange Zeit genug. Hin und her, hin und her, hin und her. Schnell weiter, wir sind gerade ganz anders. Ich bin nicht sicher, Dorn lässt hier nicht nur Säcke baumeln. Ach, ich bin mir sicher, ja. Ja, lesen und so, ne? Ich spüre das Fass in meinem Rücken ganz genau. Hast du mich nicht eben gerade boshaft angefunkelt? Was bringt mir dieses Kackfass? Moment. Vielleicht geht's weg, wenn ich... bewegt sie auch nicht weg, also keine Ahnung. Es ist halt da, ne? Ich meine. So, wir sind im Prinzip voll geheilt. Da könnte ich ja auch gleich mal diese kleine Herausforderung hier unten annehmen. Was sagt die Uhr? Ach, die Uhr sagt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Halt, da wollen wir speichern. Bist du bereit für eine kleine Prüfung deiner Fähigkeiten? Ich bin bereit. Dann zeig, was du gegen einen geübten Schwertkämpfer auszurichten verstehst. Vermagst. Bad. Lass von dem Sack ab und komm heran. Ja, lass deinen Sack los. Warte darauf, dass euch der Güldner persönlich zwickt. Drauf! Liefert mir einen guten Kampf. Geschnitten wird, bis einer von euch zu Boden geht. Los! Ja. Ach. Was war das denn jetzt? Ich hätte auch gleich draufgeschlagen. Beim Güldenen, es ist doch nur ein Übungskampf, Herr. Gib alles, oder ich werde dir ein Zeichen verpassen, das dir an eine Schwäche erinnern soll. Kritischer Treffer? Was? Der bescheißt. Bei Talma, mach die Augen auf, Junge! Du siehst doch, dass du kaum mehr von dem Schwert erreichst! Ruhe, die Kämpfer haben ihre Taktik allein abzwingen. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ne? Holzhammer ausgerüstet, jawohl, das klingt doch schon eher nach was. Also damit richte ich jetzt aber auch nicht wirklich mehr aus. Was habe ich noch für Waffen? Hä? Ja, gut. Irgendwie habe ich vorher, naja, nicht wirklich mehr Schaden gemacht. Ich gebe mir schon wieder Sachen ein, ne? Ah, hab ich doch gewonnen. Ja, ja, 30 Gold, nehme ich alles. Das ist so ein Kampf, Huckbert! Sogar den Sack mit dir! Du hast dir gerade extra schon eingehandelt! In der kleinen Aufwärmrunde hast du dich ganz gut gehalten, ha! Sag Bescheid, wenn wir fortfahren können! Ich muss erstmal schlafen gehen, glaube ich. Das heilt mich hoffentlich auch. Vielleicht! Idiot! Ich glaube wirklich, er wird geheilt, wenn er schläft. Der wird gleich eine Überraschung erleben. Hier bin ich gerade falsch. Wo war denn? Oh Gott. Ich kenne das Spiel nicht auswendig. Da wird es immer kritisch bei mir. Richtig hier. Jawohl. Gehen wir mal pennen. Ich habe das Kissen dabei, lege ich mit hier, ne? Jawohl, ich werde voll kalt. Gut. So, jetzt muss ich. Hier auf. Kacktür hier. Knarrt verheißungsvoll, als ich voll dagegen trat und sie aus den Angeln flog. Oder so. Ich nix wissen, keine Ahnung, nee. Lass mich sehen, wie du dich gegen einen Überzahl behauptest. Bist du bereit, hä? Ich bin bereit. Stell dich auf die blauen Flecken ein, hä? Achso. Radulf, wer hat? Heute bekommt ihr etwas Großes zum Spielen. Los, fast! Drauf! Kämpft hart, kämpft bitter und scheu euch nicht vor ein bisschen Blut. Los! Lass mich raten, der eine ist gegen Kling schwach, der andere gegen... Also, vielleicht. Wahrscheinlich hier nicht, aber... Hey, die haben ja Schilde! Ich habe kein Schild. Warum habe ich kein Schild?
weil ich keins ausgerüstet habe, weil ich meine ganze gute Ausrüstung einem anderen Charakter gegeben habe. Der Krieger versorgt seinen Kameraden mit einem Heiltrank. Boah, Cheater! Mann. Hm. Du bist ein richtiger Kämpfer? Du sollst ihn haben. Ha, das war sein letzter. Jetzt kannst du ihn weichklopfen, Junge. Wenn ich nicht vorher weich geklopft wäre. Boah, ich bin ja schon ziemlich weich in der Birne. Kapiert, weich in der Birne. Ja. Das bringt es nur so bedingt, möchte ich mal sagen. Boah, kritischer Treffer. Yes, muss es sein. Okay, der haut mir jetzt nochmal. Besser, ich gehe da mal kein Risiko. Oh yeah, 129, das klingt schon besser. Dafür, dass wir dich fast nie bei den Übungen sehen, bist du ein zäher Brocken, Herr. Du hast doch Luft zum Schwatzen? Was zahlt dir da aus? Hiebe oder Liebkosungen? Liebe? Hiebe. Vergiss es. Sieg, yeah. 350 Erfahrungspunkte, 60 Gold, Heiltrank. Ich weiß, ihr habt euer Bestes gegeben. Danke, Herr. Und wenn dieser erbärmliche Fuchtel euer Bestes war, wird es Zeit, euch härter ranzunehmen. Drückt an euren Platz und übt! Ich hatte schon befürchtet, das ewige Lesen hätte dir die Arme weich gemacht. Offenbar verstehst du dich doch auf mehr, als darauf, alte Männer in Kahn zu sperren. Wie war das? Du bist zu weit, Brunn. Gib gut Acht, ich lehre dich den Fackelwirbel. Ein geübter Kämpfer kann sich damit gleich mehrere Gegner wehren. Wenn sie feuerscheu sind, umso besser. Kurz darauf. Du lernst schnell. Brunnen lernt Fackelwirbel. Das Talent ist vor dem Kampf und der Klinge abrufbar, sofern Brunnen auch mit einer Klingenwaffe ausgerüstet wurde. Ich durfte lange Jahre dein Lehrer sein, ha! Und ich bin wahrlich stolz auf meinen Schüler. Hab Dank, Tankmar, für deine Lehren, für alles. Du warst seit frühester Jugend. Pass gut auf dich auf, mein Kleiner! Sei ohne Sorge, Tankmar, ich. Sorge? Ha! Wenn ich mich sorgen müsste, wäre ich ein schlechter Lehrer gewesen, ha! Zeig die dunklen Mächte, warum die Faust eines Paladins zu fürchten ist. Das werde ich. Und gewinne Erfahrung da draußen. Es gibt noch mehr, was ich dich lehren könnte. Hm. Erringe noch mehr Erfahrung. Mindestens die 8. Stufe. Dann lehre ich dich die nächste Klingentechnik. Ah ja, wir kommen also wieder hierher irgendwann. Man möchte doch nicht von uns lassen. Ich muss noch was für den anderen finden, aber ich habe mir seinen Hinweis nicht gemerkt. Boah, leer. Ja, ich habe jetzt mal gerade so überhaupt keine Ahnung, was für ein Hinweis der mir überhaupt gegeben hat. Es ist scheiße, wenn man längere Zeit nicht mehr spielt, ne? Boah, ja, da werde ich dann später mal die Komplettlösung bemühen. Oder eine Komplettlösung suchen oder eine Hilfe suchen oder was weiß ich. Oder, warte mal, irgendwas mit dem Zeichen war das noch. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Ja, bla bla. Ich weiß den Tipp gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, was ich suchen muss. Geil. Ja. Ich würde gerne mal Wachen mit Dreizack sehen. Der reine, himmelsumspannende Schwarm hat es schon oft den Willen des Güldenen überbracht. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Okay, dann gehen wir zum Hochmeister. Boah, da gibt es so viel, was man klauen könnte. Und ich kann wieder nichts klauen. Ich weiß es jetzt schon. Die Gebote haben mir noch immer den Weg gewiesen. Ich kann diese Unsicherheit nicht. Ah, du bist hier. Ich bin übrigens auch hier. Brunn, schaffe dieses Weib aus den Augen. Du kommst mit. Was fällt dir ein? Wie, du rührst mich an? Ja, gib mir nur einen Grund. Du würdest doch mich doch nicht... Oh doch, du würdest.
reden wir also unter vier Augen, Erwählter. Schluss mit den Spielchen! Du weißt, dass ich nur zufällig in das Licht geraten bin! Was willst du wirklich? Zufall? Es steht geschrieben, nur auf den Erwählten fiele die Gunst des Güldenen. Der Gott, der über die rechte Ordnung wacht, wird doch kaum seine eigenen Gebote missachten. Du glaubst wirklich an das, was du im Tempel gesagt hast, oder? Deine Verblendung reicht wahrlich tief, dass du die Wahrhaftigkeit nicht um ihrer selbst willen lieben kannst. Der Strahlende hat dich erwählt, du wirst seinem Willen zum Sieg verhelfen. Natürlich, natürlich! Am besten mache ich mich gleich auf den Weg, der Güldene soll noch nicht warten müssen! Ich führe nun seit vielen Jahren die eindringliche Befragung durch, einen widerspenstigen und zarten, an stolzen und wieselartigen. Am Ende haben sich alle bekannt. Und weißt du warum? Ich schätze mal, weil sie angestellt waren und du die glühende Eisen hattest. Eisen? Pah, als ob es auf diese traditionelle Strafe vergeht. Ach so, man soll das richtig lesen. Es fällt mir schwierig, habe ich schon öfters erwähnt. Ne? Auf die traditionelle Strafage ankäme. Nein, mein Freund, die Antwort ist, ich kenne die Menschen. So, dann kannst du also auch mich, wie? Du bist auf der Jagd nach den kleinen Gelegenheiten, nach den Fusseln, die das Schicksal unachtsam verstreut. Manchmal glückt dir ein bescheidener Fang, doch weitaus öfter beißt dir das Glück in die Hand. Ach ja? Na, da erkenne ich mich überhaupt nicht wieder! Aber hier biete ich dir eine Gelegenheit, der du Zeit deines Lebens vergebens hinterhergelaufen bist. Ich war mein Leben lang nur hinter Gold her! Davon rede ich. Du willst mich bezahlen? Wie viel? Ich sehe mit Wohlgefallen, wie du dich doch allmählich deiner Bestimmung zuwendest. Ja. Da wäre nur eine Sache, die mir Unbehagen bereitet. Das Weib an deiner Seite. Na! Keine krummen Dinger! Ich mag vielleicht meine Fehler haben, aber jemand, der mir das Leben gerettet und mich aus dem Verlies befreit hat, bin ich verpflichtet! Und nein, bevor du fragst, das ist keine Frage des Preises, sondern des Prinzips! Du würdest tatsächlich eine der Hexerei-Verdächtige mit auf den heiligen Zug nehmen? Na, wenn ich sie zurückließe, wüsste ich doch genau, dass sie sogleich wieder Jagd auf sie macht. Machtet. Traust du ihr denn? Kein Stück! Pass auf, ich habe vielleicht eine Lösung, die uns beide zufriedenstellt. Puh, das dauert! Du könntest wahrscheinlich noch ewig so angewurzelt weiterstehen. Wie? Was ist eigentlich mit deiner Nase passiert? Hat sie dir jemand gebrochen? Gib Ruhe! Sag mal, stimmt es, dass ihr Paladin nichts mit Frauen anfangen könnt? Es ist ein echt geschwätziges Ding, wenn du nicht sofort... Er will ich auch noch einmal sprechen, Brunn! Allein! Ihr werdet hier warten und in der Zwischenzeit nichts anstellen. Boah, lass uns das Schloss ausrauben. Wie sieht's aus, Gefährte? Lass uns die Ordnungsbenebelten angehen? Ja. Warum so einsilbig? Was habt ihr denn besprochen? Wir werden erst einmal nichts unternehmen, was Argwohn erwähnen könnte. Klar? Natürlich. Erst einmal müssen wir weit genug von dieser Burg wegkommen. Und dann? Das wäre also besprochen. Ich verlasse mich auf dich, Brunn. Das kannst du wie eh und je, Hochmeister. Es ist so vieles abzuwägen. Aber es tut gut, einen treuen Schreiter wie dich an meiner Seite zu wissen. Noch einmal zu eurem Weg. Es ist lange her, dass jemand den Zyklopenberg aufgesucht hat. Und es ist eine beschwerliche Reise. Ich werde einen Weg bahnen. Die Waffen sind es wert. Das sind sie, in der Tat. Wenn du zurück bist, werde ich die alten Schriften studiert haben. Dann sind wir sowohl gerüstet als auch in der Lage, die Zeichen zu deuten. Auf den Orden war ein neuer, großer Sieg, Hochmeister. Wir werden die kommenden Taten unserer Annalen hinzufügen. Nimm diese Rolle, Brunn. Ich erwarte, dass du mir geflissentlich über alle Vorkommnisse der Reise Bericht erstattest. Trage alle Vorkommnisse eures Zuges sorgsam ein und lege sie so nieder, wie sie geschehen. Wahrhaftigkeit wird mir den Federkiel führen, Hochmeister. Dann nimm und verwahre die Rolle gut. Du weißt, wozu sie uns noch dienen soll. Du hast doch irgendwas. Still, er kommt!
Er kommt! Mühlenwalder. Rüste dich gut, Erwälder. Wir haben einen schweren Weg nach Süden vor uns. Nach Süden? Wohl genau. Nach Breitenbach, Rhön oder in die Berghänge? Nichts davon. Wir ziehen aus, um dir zu Waffen zu verhelfen, die des Gildengünstlings würdig sind. Wir reisen in die Zyklopenberge. Ist das weiter als bis zum Frobinsdorf? Warst du eigentlich das letzte Mal auf Reise? Brechen wir auf. Das Tor wird uns gerade geöffnet. Hey, ich kann noch mal rein. Ich kann mich klauen. Wir haben alles besprochen. Lass mich nur allein. Ich kann ihn nicht beklauen. Verdammt! Was ist das für ein Mist? Ich kann niemanden hier beklauen. Der Hochmeister blüht über seine Schriften. Wir lassen nur die durch, die er ausdrücklich ruft. Ich sollte jetzt vielleicht nochmal so Dingsbums machen hier, ne? Nochmal so pennen gehen. Und ich muss das Zeichen noch finden, von dem ich nicht mehr weiß, was sie überhaupt ist. Oh, das Tor ist offen. Open. Das Tor ist closed, baby. Manchmal wirft mir einer der Krieger etwas Essen herunter. So, kennst du seinen Namen? Nein, den kennt er nicht. Pass nicht mal gut auf, wenn du anplapperst, kleiner Mann. Nee, meine Almosen lasse ich nicht mehr in der Schale. Ist zu gefährlich. Man schläft als Beschenkten ein und wacht als Beraubter auf. Eine wilde Gabe für den armen alten Mann, der das Schicksal geschlagen hat. Was ist dir passiert? Es ist eine erstaunliche Geschichte. Pass gut auf. Ich wurde bitterarm geboren, wuchs bitterarm auf und rate, was nun ist. Das war's. Ach, 3 Goldstücke. Sieh das an mit dir, guter Mann. Das mit den Stimmen üben wir auch nochmal, ne? Was passiert, wenn ich dem so richtig viel Kohle in den Arsch schiebe? Bei Itama, du lässt wirklich nicht lumpen! Nach all den Jahren bitter Not habe ich du endlich was in der Hand, um mein Glück selbst zu machen. Leb wohl, Bettler da sein. Und sei willkommen, Glücksspiel. Zum Dank will ich dir das verraten. Drück mal den Stein hinter mir. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen, Kumpel. So, der Bettler hat längst den Rang verkauft, um Geld zu bekommen. Hattest du eher den Eindruck gemacht, finanziell kalkulieren zu können? Okay, das muss auch günstiger gehen. Viel günstiger. Wir versuchen es mal mit 100. Okay, 100 nimmt er. Wie sieht's aus mit 50? Nimmt er auch? Wie sieht's aus mit 10? 10 reicht nicht. Ja, jetzt kommt die Gier wieder, ne? Also möglichst wenig bezahlen, möglichst viel bekommen. Ja. Wobei in dem Spiel wird es hoffentlich nicht so schlimm werden. In Godic 1 war es richtig übel. Da habe ich nie irgendwas verkauft und auch nie irgendwas benutzt, weil ich wollte das alles aufheben für später. Für den Fall, dass ich es mal brauche. Das Ergebnis war, ich habe nie einen meiner, was weiß ich, 500 Heiltränke von jeder Art, was man ja da irgendwie ganz schnell bekommt, benutzt und hatte ewig viel Tränke und habe sie nie benutzt und... Ich übertreibe gerade mal wieder gnadenlos, aber ich muss mir den Scheiß ja auch nicht anschauen. Ah, es ist toll. Habe ich schon erwähnt, dass ich verdammt gierig und geizig bin? 47 ist das Minimum, okay. Ja, bla bla. Bla bla bla. Yeah, ein starker Heiltrank. Was ist das Ding überhaupt wert? Riecht doch dieses Säfte und Salben. Kaum bin ich aus dem Muff der Schrankemauer raus und fängt mich wieder in den Duft des Lebens. Aus dieser Wagenlade könnte ich Mittelchen brauen, die... Du meinst, dieser Stand fördere Hexenwerk? Aber nein, ehrenwerter Paladin. Ich handle nur mit linderen Kräutern und Tränken. Sagst du?
Lass das Mütterchen in Ruhe, Junge! Glaubst du, eine echte Hexe würde der Stand direkt vor den Augen eures Ordens errichten? Ich habe nie gesagt, Hexe sei schlau. Vernagel, Idiot! Das waren die richtigen Worte, ihn zu beruhigen! Wache! Überleg dir gut, was du gleich tust, Junge! Schaff das Hexenweib in den Hof! Was hast du vor? Leicht diese nach versenkte Hexe, die hat da sogar ihr eigenes Feuerholz mitgebracht. Schluss damit! Willst du in etwa Tankhändler verbrennen, der uns über den Weg läuft? Nichts da! Willst du dich gegen den Orden stellen? Willst du dich dem Willen des Erwählten widersetzen? Das ist Erpressung, ja! Dein Hochmeister hat dich mir zugeteilt! Also gehorche, das Mütterchen lohne nicht! Zu freundlich! Wache, pass ja auf, dass das Kräuterweib nicht doch zu hexen anfängt. Hat das Kräuterweib schon irgendwelche Hexereien versucht? Nein, Herr, sie steht einfach da und lächelt mir manchmal aufmunternd zu. Das könnte ein Trick sein, behalte es im Auge. Kommt, seht euch meine Waren an! Was führt dich hierher? Wie? Nun, ich handle mit meinen Waren für Heilkräuter und dergleichen ist immer und überall Bedarf. Direkt von der Festung der Hexenjäger, wo du weißt, wie schnell die Hitzköpfe mit der Fackel sind. Risiko gehört zum Geschäft. Ach komm, da steckt doch ein Mann dahinter. Wer ist das? Ach, ich bin dem Wirt verfallen. Habt ihr ihn gesehen? Er ist so eine stattliche Erscheinung. Ist Sonnenspiegel in seiner Glatze, der Bauch zeugt von Wohlstand. Und wenn du seinen Schnurrbart sehe, ist mir, als ob ich ihn wieder in den Flügen meines Lebens eintauche. Oh Gott.